Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Greed. Ja, und wir kommen hier also wie angekündigt im letzten Mal zu der Gruppe 2. Wir haben hier Gruppe 2, Gruppe 1. Ich glaube, wir haben nur die. Nein, Prototype haben wir ja noch. Ja, ein bisschen Prototype. Sind wir gespannt, was wir da alles drinnen haben. Jetzt mal zuerst Gruppe 2. Was haben wir da für Fahrzeuge? Oh la la. Oh, 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 oh. Ein Ford, ein Ford. Ein Ford. Und unser Porsche, der 911. Oh, der würde mich auch reizen. Aber mein Herzchen schlägt mal wieder. Für den Ford. Nehmen, glaube ich, auch den. Er ist aber wieder der günstigste. Ist aber auch sau schwer. Boah, und wir nehmen ihn. Ist mir egal, auch wenn er der schwerste ist. Wir nehmen ihn. Es ist halt einfach. Ja, unser Ford. Mein Ford. Darum nehmen wir ihn. Und wir haben hier 4 Runden zu absolvieren in der Havana Castillo View. Was haben wir da für Fahrer? Oh, nee. Nee. Jetzt habe ich hier doch glatt vergessen. Wir müssen noch einen neuen Fahrer kaufen hier. Oh, habe ich jetzt gerade vergessen. Mensch. Muss ich nachher noch machen. Ganz kurz hier den Fahrerwechsel vollziehen. Beziehungsweise neuen Teamkollegen hier anheuern. Mann, so eine Kacke. Das habe ich doch jetzt voll verpasst. Ah. Oh, fliegender Start wieder mal. Annick, kannst du hier mithalten? Oder ist das nicht so dein Ding? So, oh, das sind ja wieder mal geile Karren hier. Porsche, Aston Martin. Ja. Und ich glaube auch noch Corvette. Ist das Nissan hier noch? Auch Schultern Nissan. Mustang hat es fast keine. Haben wir noch andere? Oh. Oh. Audi haben wir auch noch? Nö, Audi haben wir glaube ich nicht. Keine Ahnung, was wir jetzt noch alles haben. Sicherlich. Aston Martin kann man sehr gut erkennen dann. Porsche natürlich ebenfalls. Oh. Da müsste ich wahrscheinlich ein paar Einstellungen vornehmen. Der hat schon die Gewichte da. Ich komme da nicht wirklich nah heran. Ich muss mich aber jetzt zuerst mal ein bisschen ans Auto rantasten. Da hole ich ja nämlich schon wieder ein bisschen auf. Max Lloyd. Den hätte man. Das war ja auch wieder dreckig. Jetzt mitzt ihn durch, aber passt. So. Den Teamkollegen mal ein bisschen Dampf machen. Mal gucken, was er macht. Oh, schade. So, wir sind eine Runde gefahren. Tolle erste Runde. Ja. Würde ich auch mal meinen. Vom drittletzten Platz auf den ersten Platz. Wunderbar. So muss es doch sein. Und jetzt heißt es volle Power in Richtung Ziel wieder. So schnell wie möglich hier das Ganze zu Ende zu bringen. Das Auto fährt sich wirklich nicht so schlecht. Trotz viel Gewicht, aber auch nicht so viel Power irgendwie. Ja, es braucht zwar genug Power, um diese Masse hier zu bewegen. Aber ich muss wirklich sagen, das Teil fährt sich gut. Ford Mustang. Weiß nicht, welcher Ford Mustang. Habe ich nicht genau angeschaut. Aber kann man natürlich im Video dann wieder zurück gehen, um die Fahrzeugeauswahl nochmals zu begutachten. So. 4 Runden, ja, da haben wir jetzt doch noch ein bisschen hier was zu tun. 4 Runden zu absolvieren hier in der Havanna. So, jetzt sind es gerade noch 2.
Also beziehungsweise, ja doch, noch zwei. Yep, genau. Ah, die habe ich jetzt schön erwischt. Ha, Marlena Hasenkamp. Okay, wir haben auch einfallsreiche Namen hier gewählt. Jasper Frost, Patrick Callaghan Jr. Ja, wirklich coole Namen haben sie da. Kreative Namen, muss man vielleicht eher sagen. Oh, jetzt falsche Linie gefahren hier. So. Jetzt auch nicht gerade so eine attraktiv spannende Strecke hier, zu dem wir ja bereits in Führung liegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Im ersten Rennen. Im neuen Fahrzeug. Können wir uns recht gut unterhalten. Im Fahrzeug natürlich. Anfreunden. So meine ich es natürlich. Anfreunden. So, die letzte Runde. Jawohl, die Fans jubeln da schon. Ragen da schon wieder über die Bandenleitplanken herüber. Gruppe 2. Diese Gruppe gibt es, glaube ich, wirklich. Bin jetzt nicht ganz sicher. Nein, gibt es doch. Die Gruppe 2 gibt es. Gruppe 3 gibt es auch noch, aber wir haben die gar nicht drin. Wir haben nur Gruppe 2 und Gruppe 1. Die Gruppe 3 gibt es auch noch. Aber nicht in diesem Spiel. Aber im Realen. Gibt es die Gruppe 3 noch? Ja, man könnte natürlich hier ganz klar das Auto noch ein bisschen besser einstellen. Das wäre noch eine Tuning-Möglichkeit oder eine Option. Was ich sehe für ein weiteres Rennen. So schlecht sind wir jetzt nicht gefahren hier. Ich würde mal sagen, fürs erste Rennen hier mit unserem neuen Ford Mustang. Bin ja nicht schlecht gefahren. So, wir kommen ins Ziel. Als erster. Hast die Bande geküsst hier. Wow. Aber unser Teamkollege, den müssen wir jetzt noch austauschen. Falls wir, was hatten wir denn hier? Aston Martin, Nissan, Camaro. Ja, das waren eigentlich so die hier. Und das war, glaube ich, auch nur ein Rennen, habe ich jetzt gerade gesehen. Eins von einem End. Dann können wir jetzt ganz kurz... Oh, Level Up haben wir auch noch. Sehr schön. Dann können wir noch ganz schnell hier den Fahrerwechsel vollziehen. Jawohl. 2,1 Millionen. Wir gehen ganz kurz zurück hier. Und zwar... Blub, Spielerprofil. Team. Ins Team gehen wir. So, jetzt müssen wir mal schnell schauen. Wieder... Nach was wollen wir denn sortieren? Ich drücke da mal. Nee, das wollte ich Team ändern. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch hier sortieren nach Spezialität. GT. GT. Das müssen wir nehmen, oder? Wir haben die GT Stocker, haben wir nicht. Tourenwagen haben wir auch schon gehabt. Tuner. Tuner? Sind wir jetzt bei den Tunern? Nein, bei den Tunern sind wir nicht. Och, jetzt habe ich es doch glatt vergessen. Nochmals. Tuner haben wir gehabt. GT. Also habe ich doch richtig gehabt. GT. Okay, nochmals rein. Nochmals hier sortieren. Also, wir nehmen da... Da haben wir Level 52 einen. Da haben wir nicht wirklich so die Top-Fahrer. Joa, hier hätte es einen, aber auch den, 57, 47, uiuiui. Das ist doof. Hier hätte es einen, den könnten wir nehmen. Ist
doch gleich der Beste hier. Und die Möglichkeit. Gut, komm, wir nehmen den. Halten, A drücken oder einstellen, A drücken. Wumps die Bums. Das ist ein. Ist das ein Inder? Brandon O'Coffee. Kefe. Ist ja egal. Auf jeden Fall, den haben wir jetzt. Da werden wir jetzt auch das nächste Rennen absolvieren. Nochmals Gruppe 2. Zwei Strecken haben wir da. Wir nehmen wieder unser Ford Mustang. Drei Runden. Nicht so komplexe Bahn. Wir sind in Silverstone. Der International Circuit. Knapp 3 Kilometer. Geht eigentlich relativ zackig voran. Lassen wir uns mal überraschen hier, ob das wirklich so zackig dann geht. Ja, unser Brandon O'Keefe. Ja, wieder mal hier eine Rennstrecke und nicht irgendwie ein Stadtkurs. Ja, die Ballone, die sind leider nicht beweglich. Grafisch habe ich das ausgeschaltet, um mir Performance zu sparen. Und ist, finde ich persönlich, auch nicht gerade so wichtig. Vor allem als Fahrer nicht, hat man zu wenig Zeit zu achten. Dankeschön, dass du mich da abgeklemmt hast. Wie gesagt, finde ich nicht so wichtig oder setze ich weniger. Ich setze dann mehr auf den Spielfluss, dass das funktioniert. Sechster Platz. Und wir haben eine Lücke hier hergestellt. Wir werden auch gleich nochmals eine Lücke nach hinten produzieren. So. Dem Vordermann mal sagen. Angreifen nicht möglich. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Voilà. Oh, was macht ihr denn da? Oh! Wenn ihr da einen Zweikampf macht, dann brettere ich doch da einfach mal kurz zwischendurch. Vielen Dank für die schöne Lücke, die ihr mir da geboten habt. Das nehme ich gerne an, diese Einladung. Und bin dabei hier auf dem ersten Platz. Oh, 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 oh. Und dann glatt hier die Kurve verpasst. Wie auch die hier. Aber ein sehr netter Kurs hier. Gefällt mir. So, oh, da schlecht beschleunigt. Jetzt Vollgas. Die lange Gerade. Was kriegen wir denn so? 250. Okay, 250. Mehr bringt diese Karre nicht hin. Frage ist nur, sind wir da auf dem Maximum? Ich glaube einfach vom Ford her sind wir auf dem Maximum. Ich glaube, die anderen fahren vielleicht noch ein bisschen schneller. Und mein Controller vibriert da wieder eins hin hier. So, Kurve einigermaßen gut hingekriegt. Oh, unser Teamkollege. Dritter Platz, da schaue ich doch gerade mal nach oben und dann... Sehe ich den da auf dem dritten Platz? Hat er sich da mal positioniert? Hoffe, das bleibt auch so. Das wäre doch noch cool, wenn er sich hier aufs Podest noch schleichen würde. Würde auch bedeuten, dass wir hier den richtigen ausgesucht haben. Für diese Kategorie. Gut, er ist ein GT-Fahrer. Das haben wir ja gesehen. Nachdem haben wir auch gefiltert oder gesucht. Wer macht sich gut? Der teuerste haben wir natürlich auch gleich genommen. Mehr geht nicht. Level 47 wäre dann das nächste. Das Ziel, glaube ich, vom Spiel wäre, dass man eben unterschiedliche Kategorien fährt und sich dann nach oben arbeitet. Und dann im Endeffekt eben hier die besseren auch gegen den Schluss hier auswählen kann. Aber ich bin eigentlich so weit meiner Auswahl zufrieden. Mehr braucht es gar nicht. Da fahren wir doch ins Ziel. Erster Platz 35.000, unser Kollege an dritter Position. Wir gehen ins zweite Rennen.
Schlag auf Schlag hier. Ui, da geht's wieder nach oben. Also 57 habe ich gesehen. Geht's noch? Vielleicht geht's noch weiter. Eventuell sogar auf 60. Ich weiß nicht, was das Max-Level hier ist. Wir sind aber schon relativ weit. Sehr weit. Wo sind wir? 42. Vielleicht noch etwa 15 Levels. Dann haben wir sicherlich mal wieder andere Partner zur Verfügung. Mal schauen, wie weit wir überhaupt noch kommen. Oder ob es auch heute noch ein weiteres Level-Up gibt. Oh, Regen. Okay, auch im Regen schaffen wir es. Noch gleich mal den Teamkollegen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, es wird angegriffen. Sehr gut. Ja, greif mal an. Ich halte hier hinten mal die Deckung. Kannst mal angreifen. Oioioi, ja. Tada, der 911er steht mal so in der Gegend rum. Ah, komm, lass mich durch. Ja, wenn wir uns berühren, dann blockieren wir uns eben gegenseitig. Oder bremsen wir uns gegenseitig aus. Mann, was ist denn hier los? Warum? Jetzt hier ist wieder so ein einfaches Spiel. Da kann ich einfach... Komisch. Also manchmal kämpfe ich da fast Platz um Platz, muss ich da mich durchkämpfen. Und bei dieser Serie kann ich einfach relativ einfach vom Platz, vom letzten Platz, so muss ich sagen, wieder auf den ersten Platz gehen. Oh, jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Wir fahren so langsam. Ja, es ist schwierig hier die KI zu definieren. Manchmal haben wir die größten Mühen zu bestehen hier und auf der anderen Seite fahren die wirklich sehr, sehr schlecht. Dass sie, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann ja das im Vorhinein gar nicht wissen. Dann fahren wir eben immer einsame Rennen. Das macht natürlich dann auch nicht so Spaß. Das ist eben auch ein Nachteil. Dann... Und dann bin ich natürlich froh, wenn die Rennen relativ zügig vorbei sind. Sonst ist das wirklich doof. Und langweilig vor allem auch. Vor allem langweilig. Also ich habe schon sowieso langsam oder sicher das Gefühl, dass... Ja, man freut sich immer aufs nächste Event, auf die nächsten Fahrzeuge. Und wenn man sich dann ein bisschen eingefahren hat, dann ist logischerweise dann das Event durch, beziehungsweise die ganze Kategorie. Aber man wird dann nicht mehr so richtig warm. Also sagen wir die ersten Spielminuten. Ich muss mal wirklich jetzt mal das Spiel ein bisschen bewerten. So meine, das was ich, wir haben jetzt doch noch ein paar Erfolgen hier gemacht. Da muss ich jetzt wirklich sagen, eigentlich das Spiel, wenn man das jetzt relativ viel spielen würde, nicht so wie ich im Let's Play Modus mit nur knapp 1,5 Stunden die Woche, mit nicht ganz 30 Minuten Spielzeit pro Session bzw. pro Folge, da kommen wir eben auf ca. 1,5 Stunden Spielzeit. Wenn man hier einfach mal würde ein ganzes Wochenende dran sitzen, wäre das Spiel durch. Oder, und hier geht es wahrscheinlich auch nicht so um karrieremäßig, sondern dann geht es nachher um den Multiplayer. Ich sehe das Spiel so ein bisschen dort. Auf der anderen Seite geht der Spielspaß meines Wissens relativ schnell zurück. Also es macht Spaß, das auf jeden Fall. Aber der Spielspaß geht irgendwann enorm zurück, weil es ist immer ein bisschen dasselbe. Klar, man kann jetzt natürlich die KI verstellen, damit es spannender wird, aber irgendwie, muss auch ehrlich sagen, ich schaue noch die anderen
Let's Player ein bisschen oder auch solche, die vielleicht streamen, aber auch das Spiel wird nicht groß gestreamt. Es gibt nicht groß irgendwie Community-Rennen in diesem Sinne, die ich da gefunden habe. Und ja, ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich so ein Hit gelandet hat. So ein bisschen mein Feedback, was das Spiel so betrifft und natürlich auch so meine Verfassung gegenüber dem Spiel. Also wir werden sicherlich noch ein paar Folgen hier drehen, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass wir im Dezember wahrscheinlich dann mit dem Spiel hier nicht mehr fortfahren werden. Dass wir andere, ja, das hätte ich jetzt glaube ich nicht sagen sollen. Jetzt war das gerade eine Antwort des Spiels. Nee, sicherlich nicht. Dass wir eben das Spiel irgendwann im Dezember ersetzen werden. Wann? Mit welchem Spiel? Weiß ich noch nicht. Ich habe da so ein bisschen eine Vorahnung. Aber mehr will ich eigentlich noch gar nicht sagen. Vor allem nicht, welches das ein Ersatzspiel oder das nächste Spiel sein wird. Wir haben sicherlich genügend jetzt auch gefahren oder auch gespielt hier. Natürlich könnte man jetzt noch ein bisschen hier weitere Kategorien durchführen, dass wir hier unten noch ein bisschen machen. Ich freue mich natürlich noch auf den Mini-Göpp hier, auch bei Formel 1 will ich da noch ein bisschen was machen. Ich will schon noch ein paar verschiedene hier durchführen. Aber das können wir vielleicht noch in einer anderen Folge dann machen. Wir fahren jetzt noch zwei unter dieses Event hier noch. Und dann vielleicht in der nächsten Folge mal gucken, ob wir vielleicht etwas anderes fahren. Oder eventuell fahren wir diese Kategorie hier noch durch. Mal schauen. Ich möchte sicherlich noch ein paar andere Events hier fahren. Ich habe ja auch mal gesagt, ein Community-Rennen. Da muss ich natürlich zuerst mal noch ein bisschen die Community natürlich auch melden. Aber ich bin noch relativ klein hier im Ganzen, auch von den Zuschauerzahlen her. Und dann wird es natürlich auch schwierig, hier ein Community-Rennen auf die Beine zu stellen. Wäre aber irgendwann mal angedacht, dass wir, wenn nicht dieses Spiel, vielleicht mal ein anderes Race-Game dann, was eventuell später oder irgendwann mal auf den Markt kommt, dass wir vielleicht dann das mal machen können. Aber es ist ja hier angedacht, dass hier ein Community-Rennen kommt. Von dem her können wir uns da vielleicht mal irgendwie zusammenlegen und hier ein Rennen dann starten. Jetzt wieder. Erste Runde. Guckt mal, wo ich bin. Platz 2. Sag ich mal. Oh, der Patrick ist hier vorne. Ah, das hat nicht ganz gereicht. Aber auch den schnappen wir noch. Und dann haben wir 4 Runden zu absolvieren. Uiuiui. Ich hoffe, die Runden gehen schnell vorbei. Start und Ziel. Start und Ziel. Kommt da? Ja, kommt. Da düsen wir ihn davon. Sehr gut, Start und Ziel, eher eine kürzere Strecke. Könnte sein, dass es hier eine längere Folge gibt. Ich möchte dieses Event durchbringen hier. Dass wir da eine längere Folge kurz machen. Ui. Aber man sieht auch die Attraktivität des Spiels. Es ist nicht wirklich, man findet auch nicht allzu viel. Verschiedene Let's Plays oder so findet man nicht so viel. Trotzdem möchte ich jetzt hier doch noch ein paar Sachen vorstellen dann. Verschiedene Events, Mini mit der Formel 1000, irgendwie solche Sachen hier noch zeigen. Da gibt es auch noch Oldtimer was. Ich habe noch nicht alles durchgeschaut. Schön wäre gewesen, wenn wir mehr machen können, aber eben wie gesagt, irgendwann verlässt einen der Spielspaß und dann, ja, will man halt dann irgendwas anderes machen. Ich bin ja auch so ein bisschen nebenbei noch Greed Autosport am Machen und da muss ich auch sagen, da ist
vieles anders. Ich muss mich da viel umgewöhnen dann. Da kann man viel, viel präziser fahren, habe ich das Gefühl. Es ist viel ruhiger. Die Simulation ist einiges besser gestaltet, habe ich so das Gefühl. Autoauswahl, ich bin da noch nicht so weit. Wir haben aber auch gewisse Sachen dort zu erfüllen, Sponsorenziele und so weiter und so fort. Man steigt auch nicht so schnell auf von den Levels her. Ja, hat auch einen Teamkollegen, hat auch einen Rivalen da. Also das ist ja der Vorgänger oder Vorvorgänger. Ich glaube der Vorgänger. Es gab, glaube ich, Greed, dann Greed 2 und dann Greed Autosport und jetzt wieder hier Greed. Ohne Namen Greed Motorsport. Nicht Greed Motorsport, Greed 2019. Habe ich ja da öfters mal gelesen. Ja. Es ist, am Anfang hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder mal so ein Greed zu fahren, eben weil ich es kannte von Greed 1, das hatte ich gespielt auf der Konsole, habe ich auch schon mal erwähnt. Und dann Greed aus den Augen verloren, Greed 2, Greed Autosport habe ich nicht gekannt, Greed Autosport fahre ich nebenbei, weil ich das noch fast besser finde, aber hier, das ist natürlich aktueller. Für mich muss ich ehrlich sagen, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das Geld war es mir im Endeffekt nicht wirklich so wert. Wir haben doch jetzt viele Let's Plays noch gemacht. Ich hätte nach mehr gedacht, dass es mehr werden würde, aber ich werde es tatsächlich im Dezember ja dann schon beenden. Den Entscheid habe ich diese Woche gefällt. Oh, Brands Hatch nochmal. Und, aber ich möchte noch kurz ein bisschen warten, bis mal diese Events kommen, diese Online-Events mit Community zu fahren. Vielleicht ist das dann ein bisschen spannender mal. Mal schauen, keine Ahnung. So, wir sind in Brands Hatch. Die bekannte, sehr bekannte Strecke, wenn nicht eine der bekanntesten. Boing. Ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr verursacht hier. Oh. Genau jetzt hat meine Nase noch gebissen. So. Hey. Ja, ja, lass mich nur kurz vorbei. Ist wieder gut. Reese. So, hier den außen überholen. Hier wieder innen. Oh, wir haben die lange Strecke hier. Oh, ein Porsche fährt hier an. Lars de Jong. Oh Gott. Nein, ich dachte, er zieht da weg. Hat nicht funktioniert, aber ich ziehe da einfach vorbei. Hm. Oh, guckt euch mal den Regen an, wie der hier so richtig quer hier durchströmt. Und eben, ich habe auch das Gefühl, dass man hier mit dem Lenkrad noch arge Schwierigkeiten haben könnte. Ich finde es nicht ganz einfach zu fahren mit dem, also ich bin nicht mit dem Lenkrad jeweils gefahren hier. Aber wenn ich mit dem Controller schon dermaßen Mühe habe, ja, Glück gehabt und wir kommen in die zweite Runde. Ja, wir werden massiv überziehen. 2-3 Minuten. Du bist in Führung. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ey, da war ich auf den Curbs. Hier keinen Grip mehr. Ue, wo ist eigentlich da unser Teamkollege? Mal gucken, okay, da gehen wir mal. Ich versuch's weiterzugeben. Ja, sehr gerne hier. Okay, angreifen bestätigt. Unser direkter Konkurrent hier auf letztem Platz. Unser Teamkollege, keine Ahnung, wo der sich befindet.
Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen. Ich glaube, es war bei diesem Spiel. Wenn man in dieser Perspektive ist, oder auch in der Fahrerperspektive selbst, dass es enorm viel Leistung abverlangt, weiß ich leider nicht. Dass der Fall ist, alle andere Einstellungen habe ich nicht geprüft, getestet. Ob die Performance besser wird, kann ich nicht sagen. Das ist auch nicht so schlimm. Ich finde diese Position relativ gut. Macht ein bisschen mehr Spaß noch als einfach von hinten, von der Vogelperspektive. So sitzt man ein bisschen näher am Geschehen. Wenn man hier an der Frontscheibe klebt. Letzte Runde. Ganze Meute da noch rechts gesehen. Wir können da höchstens auch versuchen, hier eine Bestzeit noch aufzustellen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Man kann hier nicht immer rüber switchen auf die Bestzeit, also die beste von der ganzen Welt. Bei mir stürzt einfach das Spiel hier ab. Das ist auch doof. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Immer wenn ich dann mal schauen möchte, was ich da gegen die Welt habe. Erstens bin ich, habe ich das Gefühl, ich bin noch relativ weit vorne. Was bei solchen Spielen bei mir eigentlich höchst selten der Fall ist. Also wenn ich da mal unter die 1000 komme, dann ist ja unglaublich, was ich das hingekriegt habe. Und ja, zeigt für mich aber auch, dass hier nicht die Fahrer vorhanden sind, eben sehr gut fahren können. Und ich bin kein guter Fahrer, das gebe ich offen und ehrlich zu. Das seht ihr ja selbst, wie ich hier durch die Kurven flitze. Und da gibt es sicherlich bessere Fahrer. So, wir haben es geschafft. Boah. Ein Knallherd überzogen hier. Mein Gott, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich hier überzogen habe. 11. Platz, unser Kollege da. Okay, gut. Aber wir machen jetzt auch Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir ganz sicherlich nochmals weiter. Gruppe 1 haben wir ja auch noch hier. Ich denke, das wird eines der nächsten Rennen sein, dass wir mit der Gruppe 1 weiterfahren. Dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge auch wieder relativ viele Rennen bestreiten können. Wenn wir da immer etwa 3 Stück hinkriegen, hier wieder, ja, dann schaffen wir das Ende übernächste Woche vielleicht dann auch noch hier in die Fernando Alonso Gruppe, um mal etwas zu düsen, herumzufahren und dann ein bisschen hier das Krüsimüsi, den Salat hier ein bisschen auch zu fahren. Natürlich auch die Greed World Series würde ich schon auch gerne noch machen, also ich hätte schon noch ein paar Sachen vor, die ich gerne machen möchte, kommt aber eben wirklich darauf an, wie hoch der Spielspaß dann noch vonstatten bleibt. Das erfährt ihr natürlich logischerweise hier weiterhin auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht hier neu in der Gruppe 2. Nächstes Mal geht es weiter mit der Gruppe 1. Ich bedanke mich nochmals und bis zum nächsten Mal. Euer Peggy. Bye, bye.